Ja. Wir nehmen ihn mit. Keutner, ich muss mich, Herr Kirchhoff, ich muss mich gleich zweimal entschuldigen. Einmal, dass ich Sie mitten aus der Probenarbeit hierher gelockt habe in einen Winkel des Ateliers und dann dafür, dass ich unser Gespräch mit einem Selbstzeugnis beginne. Ich entsinne mich an das Jahr 1952, Herr Keutner. Berlin, Schlossparktheater, ein Glas Wasser, Bearbeitung, Regie, Helmut Keutner. Diese Aufführung sitzt bei mir fest. Ich habe sie bis zum Personenzettel im Gedächtnis. Und meine Frage nun, die ganz natürlich ist, dieses Stück ist bei Ihnen schon lange im Kopf und hat damals nicht nur in Berlin einen Erfolg gehabt, sondern Hamburg. Hamburg und ist an viele Bühnen gegangen. Ja, es ist inzwischen an 120 Bühnen gespielt worden und bei dem furchtbaren Mangel, den wir in Deutschland an sogenannter, das Wort ist schon charakteristisch für den Tiefstand der Sache an sich, bei dem Tiefstand der gehobenen Unterhaltung und bei dem Mangel an geeigneten Vorlagen dachte ich, dass das vielleicht sehr hübsch wäre, das doch einmal für den Film zu machen. Ja, Herr Goldner, wie lange arbeiten Sie an dem Stück überhaupt schon? Damals 1952 war ja nicht das die Frucht einer plötzlichen... Ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Ich sollte nach langer Zeit wieder mal in Berlin Theater spielen und Barlock schlug mir vor, doch vielleicht Glas Wasser, den Bolingbrook. Ich las das Reklamheftchen und fand, dass es doch eigentlich sehr verstaubt sei und machte mich eigentlich daran, um es für mich zu bearbeiten. Als es dann soweit war, da hatten wir im Ensemble 4 Bolingbrooks, aber keinen Regisseur für das Stück. Und infolgedessen schlug mir dann Barlock zunächst indirekt und dann sehr direkt vor, es doch lieber zu inszenieren, einen jemand anderen den Bolingbrook zu lassen. Und daraufhin spielte Hasse Bolingbrook und ich inszenierte. Es war eigentlich nur für die eine Vorstellung gedacht. Desch erstaunlicherweise kam und sagte, er möchte das in den Verlag nehmen. Ich glaubte gar nicht recht daran. Und es wurde ein Theaterbestseller. Und so kam es dann eines Tages auch zu einer Fernsehsendung von Glaswasser. Mhm. Und via Fernsehsendung, via Theater auch dann schließlich zu der Idee, es für einen Film zu machen. Ja, Herr Goldner, Sie haben Ihren letzten Film auch nach einem Theaterstück gedreht. Nein, nicht den letzten, vorletzten, Rest ist Schweigen. Vorletzten, der Rest ist Schweigen nach Shakespeare. Und jetzt liegt natürlich die Frage nahe, wie sind Sie mit dem einen Stoff erfahren, wie sind Sie mit dem anderen Stoff erfahren? Sehr unterschiedlich. Ja, es ist sehr lustig, dass Sie da einen Zusammenhang sehen. In Wirklichkeit, glaube ich, hat das gar keinen Zusammenhang. Denn Rest des Schweigen ist nicht eigentlich eine Verfilmung von Shakespeares Hamlet, sondern es ist eine Verfilmung des Sujets, nachdem Shakespeares Hamlet geschrieben wurde. Das heißt im Grunde der alten dänischen Fabel bzw. altitalienischen Novelle. Sie haben also den Vorwurf genommen und neu gestaltet aus der Also wie Anuio und wie mit schuldigem Respekt Thornton Wilder antike Stoffe und oder klassische Stoffe ins heutige Leben verwandelt hat. Wogegen das eigentlich eine Übersetzung des Theaterstücks, das heißt eine Erzählung mit filmischen Mitteln, im genauen Theaterablauf ist. Herr Keutner, jetzt die, man würde also sagen, die verfilmtes Theater. Ja, nein, das bin ich ein bisschen allergisch bei dem Wort. Ja, verfilmtes Theater würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das Theater übertragen auf den Film, aber mit filmischen Mitteln erzählt. Ja. Das heißt, vom Theater Elemente genommen. Ich habe das Stück nicht angetastet, ich habe eine gewisse Stilisierung im Dekor, wie Sie sehen, diese Betonklötze, da die Farben ja nicht haben bei Ihnen, wirkt es auf Sie Betonklötze, es sind grüne Hecken. Die Stiche deuten an, dass wir keine naturalistische Dekoration machen, um stilisiert spielen zu können, um nicht naturalistisch sein zu müssen. Mich interessiert noch diese Stilisierung. Sie sagen, Sie haben das Stück mit filmischen Mitteln gemacht. Wie sieht das Drehbuch anders aus zum Textbuch des Stückes? Ja, es sieht anders aus, weil die Kamera es erzählt. Das Theater hat 3 Wände und da, wo die vierte Wand ist, fällt gewöhnlich der Vorhang. Ja. Wir haben diese vierte Wand hingestellt und benutzen sie. Und unsere Kamera fährt gewissermaßen auf der Bühne herum, sodass nach wenigen Sekunden, wir fangen mit einem Theaterrahmen an, es hebt sich auch ein Vorhang vor der ersten Einstellung, nur ist dahinter nicht eine totale, also nicht eine Gesamtansicht irgendeiner Dekoration, sondern ein Detail, ein Glas Wasser. Eine Großaufnahme im Film befindet sich hinter einem riesigen Vorhang. Und so endet es auch wieder. Aber dann vergessen wir das Theater völlig. Das heißt, das Theaterstück in der Stilisierung des Drehbuchs haben wir nicht angetastet. Es läuft. Der Text ist genau derselbe. Der Text ist genau derselbe. Er ist um Chansons bereichert. Er hat andere Übergänge zwischen den Szenen, weil wir auch da filmisch sein müssen. Wir brauchen eine Szene nicht bis zu einem Vorhang zu spielen. An einem Höhepunkt können wir sie abbrechen, mit einer Überblendung in die nächste gehen und kriegen so eine größere kontinuierliche
wie heißt das? Kontinuität. Ja, man hat das Stück einmal als ein Schachspiel bezeichnet. Das ist also erhalten bei ihm ganz. Nicht? Ja. Die Zuck um Zuck gehen die Gegner. Ganz genau, denn da darf man nicht dran rühren. Ja. Das, was an dem Stück klassisch ist, ist eine einmalige Konstruktion. Ja. Ja. Und wir haben viel von der Dekoration gesprochen. Herr Kirchhoff, jetzt ist meine Frage an Sie gerichtet. Die Stilisierung der Dekoration. Wir sprachen schon von Farben. Wir haben ungefähr etwas vom Aufriss der Szene gehört. Können Sie mir das noch ausführlicher? Ja, wir haben uns sehr früh geeinigt, was ich eigentlich für Farben habe. Und ich habe eigentlich nur Schwarz, Weiß, Grau und Gold. Und unser ganzer Film spielt in einer großen Goldschale. Und das ist eigentlich wohl das Eigenartigste daran und das besonders Reizvolle. Die Fensterausblicke sind bei uns keine gemalten Landschaften, sondern sind Stiche, alte englische Stiche. Sehr lustig sind und oft uns große Überraschungen geben. Und wir sind immer erstaunt über die reizvolle grafische Lösung dieser Arbeiten. Und jetzt kann ich Ihnen das vielleicht mal am Modell am besten zeigen. Wir haben hier eine Galerie. Sie sehen dass wir diese Galerie einfach nur in diese große Goldschale hineingebaut haben. Und die Säulen stehen frei im Raum und der Schauspieler kann ganz frei in der Dekoration herumgehen und wird nicht durch Bilder überschnitten und nichts. Er ist also wirklich als Persönlichkeit und als wirkliche Figur steht er in dem Dekor drin. Ja, darf man sagen, dass dieses Stück vom Optischen her wie ein Gemälde angelegt ist? Ja, das kann man wohl sagen. Denn ich habe immer nur bestimmte Farben, also das Dekor hat meist nur Weiß, Schwarz und Grau und Gold. Und die Farbe, also die Komponente, ist immer das Kostüm. Mhm. Und dadurch hat es etwas wie ein Gemälde bekommt, das also Bild, eine Farbkomposition. Ja, ja. Ja, wo auch die Farben abgestimmt sind auf die Charaktere der Darsteller. Das ist unbedingt. Ja. Und das ist der wievielte Film, den Sie mit Herrn Keutner machen? Das ist der 8. Film. Und überhaupt? Der 55. Den Sie ausstatten. Ja. Ich danke Ihnen schön. Bitte. Jetzt um noch weiter bei der Theorie zu bleiben, liebe Frau. Sie spielen einen der Kontrahenten in diesem Film und Sie haben diese Rolle schon mal auf dem Theater gespielt? Nein, noch nie. Ich habe es nur gesehen. Sie haben es gesehen und was mich interessiert, wie wirkt sich das aus, dass Sie im Film jetzt eine Theaterrolle spielen, von der Herr Keutner ja sagte, dass das Ganze stilisiert ist? Macht sich das bemerkbar? Dass es also keine ins Epische auseinandergenommene Sache ist, wie sonst der Film gilt ja als episch, sondern dass es eine ganz kompakte Bühnenrolle ist, die Sie spielen. Ist das etwas anderes als sonst? Sie meinen etwas anderes als ansonsten als im Film? Sonst eine Theorie. Naja, da es sich also um eine so besondere Sache überhaupt im Allgemeinen handelt, ist natürlich auch die jeweilige Rolle etwas Besonderes. Also das, was Herr Keutner sagte, dass man den Versuch also mit filmischen Mitteln an diesen Stoff herangeht, an diesen Theaterstoff, genauso ist es eigentlich für die jeweilige Rolle. Aber es bleibt für Sie eine Theaterrolle? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist keine Theaterrolle. Nein. Denn theatralisch oder theaterhaft ist es eben gar nicht. Ja. Nein. Ja. Aber wir spielen es stilisiert. Ja. Also vielleicht kann ich sagen... Das, was man sonst im Film normalerweise nicht macht. Nicht macht. Ja. Natürlich, aber nicht naturalistisch. So ist es. Und was ich eigentlich auch auf der Bühne noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie eine stilisierte Rolle auf der Bühne gespielt. Nee. Nie ein Goldoni und nie ein... Nein, nie. Und... noch eine Frage. Ja. Ihr Partner oder Ihr Gegenspieler ist? Ist Gustav Gründgens. Ja. Und das ist auch etwas, wodurch dieser Film heute schon eine besondere Sache wird. Ja, es ist eine merkwürdige Sache, dass jemand nach 17 Jahren ein Comeback hat, ein Comeback mit diesem Film macht und eigentlich in dieser ganzen Zeit, obwohl er nie auf einer Leinwand erschienen ist, ein Star geblieben ist. Es stellt sich bei den ersten Notizen heraus, das ist eine Sache so, ich will nicht sagen, wie jemand, der heute in jedem zweiten Film eine führende Rolle spielt, aber jeder kennt ihn noch, obwohl vielleicht 90% des Publikums ihn nie gesehen haben. Und weil die Jungen hat heute schon abgedreht. Ja, er ist im Garten nicht dabei, er ist bereits in einem anderen Garten, ich glaube in Positano. Er ist in Positano badet wahrscheinlich. Ja, und sonst hätten wir ihn auch hier haben können, aber es ist ja ebenso schön, Frau, dass wir Sie hier haben und dass wir Sie hier haben, Herr Keutner, und dass wir jetzt ungefähr Optisch gesehen, würde ich sogar sagen, ist es noch schöner. Ja, auf jeden Fall darf ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie mitten in der Arbeit für dieses Gespräch für uns Zeit haben. Bitte schön. Vielen Dank. Dankeschön.